Ich habe ja irgendwann mal beschlossen, keine Krimis mehr zu lesen. Ich mag keine Krimis, aber diesen hier habe ich jetzt mal gelesen, einfach aus dem Grund, dass ich die Autorin selbst persönlich kenne und es mich daher interessiert hat. Und dieser Krimi hat mich überrascht. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade auf diesem Kanal Buchvorstellungen und alles Mögliche rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren. Ich würde mich freuen. Jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Der falsche Preuße spielt in München zur Zeit der Jahrhundertwende. Und dieses Setting ist meines Erachtens tatsächlich ziemlich spannend. Und zwar nicht nur, weil ich jetzt irgendwie die Viertel, die Straßennamen oder generell andere Schauplätze in der Geschichte einfach selber kenne und es daher voll interessant für mich ist, sondern auch, weil es eine Zeit ist, die ich eben nicht kenne. Die Gepflogenheiten, die Traditionen und so weiter ist einfach alles vollkommen anders als heute. Es ist die Zeit, in der Trambahnen von Pferden gezogen wurden und Leute sich duellieren und generell einfach vollkommen anders miteinander reden und umgehen, als es eben heute der Fall ist. Und natürlich ist auch so was wie die Kriminalistik damals noch nicht so fortgeschritten wie heute. So Themen wie der Fingerabdruck sind da gerade erst so langsam aufgekommen, dass da jemand, der gerade am Tatort ist und erstmal wie so ein Elefant im Porzellanladen überall rumtrampelt und die ganzen Spuren verwischt, das ist nicht ganz so krass absurd, wie es jetzt heute der Fall ist. Und das bringt auch so ein bisschen eine Komik rüber. Tatsächlich ist auch Humor dabei in diesem Buch. Und das gefällt mir. Und diese Themen der Zeit damals eben zu erfahren, das ist einfach spannend. Und es ist vollkommen ersichtlich, dass die Autorin Uta Seeburg unglaublich viel Zeit in die Recherche und in die Liebe zum Detail gesteckt haben muss. Denn das, was man da in diesem Buch an Detailliertheit sieht und liest, das ist der Wahnsinn. Eine Leiche wird an der Isar gefunden und unser Hauptcharakter Wilhelm Freiherr von Grischinski muss diesen Fall lösen. Er selbst ist eigentlich gebürtiger Preuße und wohnt jetzt nur in München und zusätzlich zu diesem ersten Fall mit der Leiche kommt jetzt noch ein zweiter Fall hinzu, zu dem ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts sagen möchte, weil das wäre ein Spoiler. Aber dieser Fall, der steht eventuell vielleicht in Zusammenhang mit dem ersten und in dieser Kombination führt es zu einem Dilemma, das Grischinski jetzt hat. Er muss sich entscheiden, was ist ihm wichtiger? München, also seine Wahlheimat sozusagen Bayern, oder seine Geburtsheimat Preußen. Und das ist jetzt grundsätzlich erstmal was, was ich nicht so nachvollziehen kann, weil ich persönlich jetzt auch nicht so eine Verbundenheit zu meiner Heimat habe und das generell gar nicht so fühlen kann. Das liegt zum Teil wahrscheinlich an mir, zum Teil auch an der Zeit. Und trotzdem wird es an dieser Stelle im Buch spannend, denn es zeigt wieder so ein bisschen den Zeitgeist, als so Themen wie Heimat oder generell dieses Zerwürfnis zwischen Bayern und Preußen noch eine viel größere Rolle gespielt haben. Und unsere Hauptfigur Grischinski bekommt dadurch eine Tiefe. Er hat jetzt ein Problem und er hat jetzt sehr viel Platz für eine ziemlich gute Charakterentwicklung und das ist immer super wichtig für Charaktere und macht sie einfach greifbarer. Und in dem Fall ist das super gelungen durch diesen Plot. Jetzt der Fall an sich oder die beiden Fälle waren spannend und auch interessant und auch das hat auch wieder so den Zeitgeist und einfach so die Jahrhundertwende gut aufgegriffen in meinen Augen. Aber für mich persönlich war das nicht der Grund, warum dieses Buch so gut war. Aber das ist einfach mein Geschmack. Das ist der Grund, warum ich Krimis nicht mag, weil die Ermittlungsarbeit für mich einfach nicht so spannend ist. Aber müssen wir nicht drüber reden. Denn der Grund, warum dieses Buch für mich trotzdem gut war, war einfach das Drumrum, was passiert ist. So der Hauptcharakter, das Setting in Zeit und Ort und tatsächlich auch die Sprache. Ich hatte bei diesem Buch jetzt nie das Gefühl, dass der Fall, die Geschichte an sich auf Biegen und Brechen irgendwie in diese alte Zeit reingedrückt wurde, dass die Autorin irgendwie gesagt hat, ja, ich habe diese Geschichte und ach, jetzt mach mal das mal so, dass es in dieser Zeit spielt. Nein, es hat sich wirklich angefühlt, als wäre das damals passiert und als hätte das damals schon jemand so aufgeschrieben. Und das liegt meines Erachtens vor allem an der Sprache. Die Sprache ist sozusagen der Atem eines Buches und
Die Sprache dieses Buches atmet diese Zeit, in der es spielt. Ich hatte richtig das Gefühl, die Liebe der Autorin zur Sprache zu spüren. Im Grunde jedes Wort, jede Wortwahl von den Figuren war authentisch und jeder Satz war irgendwie wohl überlegt und angenehm zu lesen. Das ist super, denn wie gesagt, die Sprache ist wichtig, um die Atmosphäre der Zeit der Geschichte rüberzubringen. Das Einzige, was diesbezüglich meines Verständnisses nach nicht ganz passend war, war das Wort realisieren, was ziemlich oft vorkam. Zum Beispiel, ich realisiere, was passiert ist. Aber das ist falsch, weil im Deutschen bedeutet realisieren eigentlich, dass man etwas verwirklicht. Also, ich realisiere meinen Traum, ich setze ihn in die Realität um. Versteht ihr, wie ich meine? Und nur im Englischen bedeutet to realize quasi etwas erkennen. Das ist also ein Anglizismus, der im Deutschen einfach falsch ist. Und ja, mir ist schon klar, dass das im Grunde vergleichbar ist mit wie Sinn machen, was ja auch eigentlich Sinn ergeben bedeutet. Und es hat sich einfach im Sprachgebrauch eingebürgert und in der Umgangssprache benutzt man das, auch ich mache das und würde mich auch niemals so stören. Aber ich finde, wenn es bei diesem Buch schon so darum geht, die deutsche Sprache möglichst korrekt zu benutzen und auch der damaligen Zeit angemessen zu nutzen, dann ist es schon was ich mal anmerken kann. Es hat mich jetzt auf keinen Fall groß gestört. Es ist mir einfach nur aufgefallen, so in diesem Kontext mit den anderen Sätzen, die wirklich, wirklich gut in die Zeit gepasst haben. Und dann fiel mir das immer auf und dann habe ich mir gedacht, okay. Aber im Großen und Ganzen war es mir ein Fest, diese Sprache zu lesen, weil die ist wirklich authentisch gewesen. Dafür, dass ich Krimis eigentlich nicht nur nicht so gerne lese, sondern eigentlich sogar schon mal beschlossen hatte, nie wieder einen Krimi zu lesen, hat mich dieser hier schon ziemlich gut unterhalten. Aber interessanterweise war es eben nicht hauptsächlich der Fall. Klar, der war auch spannend und interessant, aber das, was mich wirklich bei der Stange gehalten hat, war eben das Setting und die Sprache. Es war alles angenehm zu lesen. Und auch die Hauptfigur war eben oder ist verständlich und man hat sich schon irgendwie in sie reinfühlen können. Gerade wenn man mal das im Sinne der Zeit liest und die Figur konnte sich auch entwickeln. Und all das hat dazu geführt, dass ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, ich lese hier ein Buch über diese Zeit, sondern ich habe mich teilweise wirklich gefühlt, als wäre ich in dieser Zeit. Und wenn ein Buch das schafft, dann hat es doch eigentlich schon mal das Wichtigste erreicht, was es erreichen wollte, oder?